Wow, 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 wow. Hör mal auf damit, ey. Was war das denn? Ey, Mann. Das war überhaupt nicht das, was ich wollte. Da sind ja schon Münze. Oh, ja, okay, gut. Blöd gelaufen. Zweimal. Aber ich glaube, hier kann ich mehr Nachschub holen. Ja, okay. Oh, das ist echt nicht leicht, hier die Yoshi-Con zu sammeln. Ich glaube, das habe ich eigentlich auch selten bis noch nie gemacht, hier wirklich aktiv versucht, Yoshi-Con zu kriegen. Da muss ich wieder runter. Geh doch bitte auch dahin. So, hier muss ich ein Item aufgeben, ist okay. Gut, hier sind Flügel für Yoshi. Ich glaube aber, ich kann auch darauf verzichten. Und dann. Ist hier noch einer? Ein Geld? Nicht. Okay, schade. Wenn das so ist. Mal, ob wir hier fündig werden. Oh, hallo. Ja, den habe ich nicht gesehen. Ja, da ist sie. Yes. Gut. Dann. Müssen wir das Level 2 jetzt noch irgendwie nochmal machen. Aber zumindest die Münzen nicht mehr sammeln. Aber ich brauche dafür einen Yoshi. Für das Secret Exit. Machen wir mal hier weiter, weil hier kann ich einen Yoshi kriegen. Wow. Wow. Mhm. Capes, so wie sie mir gefallen. Moment, war da eine? Ja. Oh, hätte ich fast übersehen. Okay. Das war auch mal so eins meiner... Hoppala, Level, die ich gerne gespielt habe. Gehen wir mal später nochmal da hoch. Aua. Das war jetzt nicht so cool. Aber wir ziehen mal trotzdem einfach durch hier. So, denn... Moment, ich kann langsam klettern und wenn ich den Laufenknopf gedrückt halte, also jetzt schnell klettern. Ich glaube, das ist auch neu. Oder? Doch, das gab's doch in Mario World nicht. Langsam bist du schnell das Klettern. Müsste neu sein. Okay, dann gibt's hier die wilde Reise nach links. Und der böse Fisch, der sehr böse ist. Oh, und sein Bruder. Wenn nicht irgendwas versteckt oder so. Nicht? Nicht. Okay. Hatte ich irgendwie jetzt falsch im Kopf oder so. Ey, dankeschön. Jetzt hätte ich noch fast aus Versehen wieder einen Checkpoint gesammelt. Da ist Yoshi. Und er kackt eine Wolke aus, wie schön. Und die hat lächelndes Geld für uns bereit, aber ich scheiß mal auf die. Wow, das ging ab. So, okay, das ist sehr gut. Und jetzt, aber Yoshi, dann können wir wieder ins Level vorher zurück. Und uns das Secret Exit gönnen. So, das Gemeine ist, aber das Secret Exit ist nicht da, wo man es vermutet. Man braucht Yoshi, aber für andere Zwecke. So, das heißt erstmal, ich glaube, das kann ich überfliegen. Wenn ich es gut mache. Oder. Oder. Okay, wie sich herausgestellt hat, kann ich es nicht überfliegen. Zumindest nicht so. Oder ging das nicht, dass ich einfach hier bleibe? Moment, das will ich jetzt mal ausprobieren. Einfach hier und den Knopf gedrückt halten. Nein. Okay, geht nicht. Dann machen wir es einmal in richtig. So. Ich glaube, im Originalspiel konnte man hier einen perfekten Überblick haben, eigentlich über alle drei Plattformen, aber das oben und unten ein bisschen eingeschränkt hier ist,
sehen wir nicht alles. Nur wenn wir so machen. Und selbst da sehe ich nicht mal alles. Tada. Da ist noch was. Ja, ist halt... Es ist halt, wie es ist. Und der DS-Bildschirm dann später. Sehr Game Advance. Game Boy Color hat ja einen kleinen Bildschirm. Dann Game Advance ist ja so. Und der Nintendo DS, der hatte auch nicht wirklich einen großen Bildschirm. Er hatte zwei. Aber keinen von denen sehr breit. So, das ist jetzt das Gemeine. Denn hier sind ja die Flügel drin. Womit man mit Yoshi das Level dann, naja, halt anders beenden kann. Aber es ist nicht das Secret Exit. Das ist das Gemeine an der ganzen Sache. Secret Exit geht nämlich komplett anders. Oh, Moment, hier muss ich einmal fliegen, aber... Oh, das war knapp. Das war knapp, weil ich das Ding überhaupt nicht gesehen habe. So, und dann müssen wir einmal so... Nein! Toll. Okay, wir müssen einfach unten her. So, da das nicht funktioniert hat, dürfen wir jetzt nochmal schön in das Level rein, uns einen Yoshi holen, indem wir das ganze Level nochmal hier durchspielen, vorher sterben, uns den Yoshi holen, der am Ende des Levels versteckt ist, dann wieder zurück, dann das ganze Level nochmal von vorne machen und alles, oh super ey, nur weil es mal wieder nicht klappen wollte. Das musste jetzt wirklich sein, ja wirklich, doch, das musste jetzt so passieren. Komm, lass mich doch da drüben. Oh, dann gönnt man mir nicht mal, dass es jetzt wenigstens schnell geht. Nein, das muss jetzt wirklich... Jedes kleine Hindernis muss jetzt wirklich da einmal mir in den Weg kommen. Oh, ist das dreckig. Wow. Okay, hier hätte ich aber den Checkpoint nehmen können, glaube ich. Oder nicht? Hätte ich einen Checkpoint schon nehmen können. Da hätte ich mir zumindest den Teil hier gespart. Ich nehme jetzt aus Reflex keine Checkpoints mehr. Weil in der Regel die schlecht für mich sind. Aber da gibt es auch manchmal doch Ausnahmen, da sind die halt eigentlich nicht schlecht. Und dann denke ich da nicht dran. Boah, wann endet das hier? Komm schon. Davon darf ich gehen. Jetzt darf ich gehen. Ich nehme den Checkpoint. Und guck mal, wie weit ich hier rüberkomme. So, das Gemeine ist hier, weil hier muss ich fliegen, aber oben ist eine Kettensäge, die ich nicht sehen kann. Über mir. Deswegen versuche ich jetzt extra so ein bisschen außen rum zu fliegen. So, und jetzt darf mir hier kein Fehler passieren, sondern so, ja. Okay. Drahtmond und Secret Exit. Das war echt eine Sauerei, dass das jetzt so schief gehen musste. Okay, und das führt uns darunter. Es war einer der härtesten Secret Exits in diesem Spiel. Sodasee. Stell dich mal vor, es wäre wirklich so da. Okay. Eigentlich na, wollte ich den nicht haben, aber gut. Jetzt noch Feuerblume. In einen der Unterwasserlevels hier. Ja, oh. Und weg ist er. Also das, was das Spiel hier ist, mit diesen Yoshi-Coins, das kann man, glaube ich, auch in ein Mario World Hack einfach einbauen. Also in ein Mario ein Hack draus machen. Es gibt ja mittlerweile diese Features, dass Yoshi-Coins gezählt und dass man die braucht. Also dass sie gezählt werden und dass dann irgendwie so ein Skript dann läuft, auch dass, wenn man die sammelt, dass dann etwas passiert. Und man könnte die ja in den Levels einfach so platzieren dann. Das ist ja echt nicht das Problem. Also man könnte echt die Game Advance-Version von dem Spiel wirklich zur Super Nintendo-Version machen mit dessen Features. Gut, was man nicht einführen kann, sind so Sachen wie Cutscenes und sowas. Geht ja natürlich nicht. Also dort. Hier schon. Dort nicht. So. So was halt. So, das führt uns halt auch nochmal zur Star-World. Ah, da wollen wir noch nicht hin. So, einfach einen Wasserfall hochschwimmen. Kein Problem, Mario. Und dann...
geht's in dieses Schloss. Okay. Warte mal, kommt man nicht hier hoch irgendwie? Das ist auch mal so ein Mythos, den ich nie verstanden habe. Dass man wieder hoch kann. Hoppala. Okay. Moment, erstmal das nehmen. Doch, man kann hier hoch. Genau. Das habe ich aber lange nicht gewusst. Das ist die Sache. Dann gehen wir mal zurück und suchen mal nach Yoshi-Coins. Ja. Noch keine Sicht. Okay, ist einfach mal nichts. Krass, dass man hier hin kann und hier ist nichts. Jetzt die Frage, ist die Röhre gut? Bringt die mir Yoshi-Coins? Oder es gibt die einen Teil des Levels und es war nicht gut. Ich verzichte mal auf dieses Bonus-Game, weil... Okay, ich glaube, hier lande ich doch sonst auch, oder? Also es war jetzt eigentlich nur ein Bonus-Game mehr. Die Yoshi-Coins sind auf jeden Fall neu. Die waren so nicht im Level drin, das weiß ich ganz genau. Und jetzt... Ah, durchziehen. Moment, gibt es immer noch diesen Bug, dass wenn das hier... Nee, normalerweise kommt, wenn man hier spinnt, dann kommt die ganze Zeit so ein Geräusch. Aber hier haben die das gefixt. So, hier ist ein Checkpoint. Ich glaube, im Original war das sogar auch drin. Dieser eine. So, und hier können wir jetzt erstmal Koopas töten. Oh, okay, wir müssen gleich spinnen. Moment, was? Der war eben nicht da. Komisch. So, dann nehmen wir mal. So, ihr merkt schon, solange ich nicht den Boden berühre, gelten die alle zu einer Combo. Deswegen ich jetzt hier schön mir was verdienen kann. Ist ein bisschen broken in dieser Mechanik, aber sie funktioniert. So, was haben wir denn hier noch für Gegner? Manche spawnen einfach irgendwie noch, weil sie vorher nicht gespawnt sind. Oh, scheiße, meine Zeit. So, beeilen wir uns mal. Was haben wir da? Okay, würde ich gerne nehmen, aber jetzt nicht. Wo ist die letzte Münze? Da ist sie. Okay, dann... Oh, scheiße. Hey, danke für dieses aufmerksame Ding hier. So, jetzt haben wir 55 Sekunden, um diesen Typen hier zu besiegen. Und das Blöde ist, er hat echt lange Animationen. Wow, seht ihr, es wird jetzt sehr knapp mit der Zeit. Wenn man es einmal falsch macht, dann spawnt der... hinterm Bildschirm und das kann ich mir jetzt gerade zeitlich nicht leisten, aber ich habe es geschafft. Alles gut. Und dann muss noch die Animation. Okay, auf 15 Sekunden runter. Das ist wirklich... Ich glaube, hätte ich einmal einen Fehler gemacht, dass es sehr außerhalb des Bildschirms hingesprungen wäre, wäre es das gewesen. Okay, sehr schön. Ein grünes Yoshi gerettet und er hebt ab. Fliegt einfach ins Weltall. Wer hätte das erwartet? Und... Einfach diese Kleinigkeit. Die hat mir als Kind so viel, was soll ich sagen, irgendwie so Gedanken bereitet. So, warum das einfach passiert so. So Kleinigkeiten einfach. Die Tage des Symphonien komponierenden Ludwig von Cooper in Festung Nummer 4 sind gezählt. Das wusste ich gar nicht. Er komponiert. So wie Beethoven. Natürlich. Der düstere Wald der Illusion wartet schon. Mario und Luigi geben sich bang auf in die Irrwege des rätselhaften Waldes. Was ist ein bang für ein Wort? Naja, auf jeden Fall hat das Ding jetzt ein Pflaster. Wir gehen hier runter in den Wald. Tada! Speichern. Ja, und so sieht es jetzt hier aus, ne? Hier haben wir alles brav gemacht. Alles perfekt. Da, wo diese Striche überall sind, heißt, da kommen keine Levels mehr, damit man sich da nicht missversteht. Das ist Welt 2, also das waren Welt 3, Welt 4 und das ist jetzt Welt 5. Und das machen wir dann im nächsten Port. Hier. Also, seid gespannt. Es kommen schon wieder coole neue Überraschungen von zu. Und ja, bis dahin.